Willkommen zur vermutlich letzten Folge von Fallout 3. Schon wieder da. Kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Sie und ihresgleichen scheinen wild entschlossen, alles zu zerstören, was unsere Regierung erreicht hat. Es gibt nichts, was mich diesmal davon abhält, sie zu töten. Machen wir dem Ganzen endlich ein Ende. Ich will ganz sicher keinen Kampf. Ist auch nicht nötig. Bleiben Sie einfach da stehen. So bringen wir es schneller und für Sie vielleicht sogar weniger schmerzhaft über die Bühne. Feuer und Manöver! Weiter feuern! Wir bluten genau wie alles andere auf! Eigentlich bräuchte ich das gar nicht mehr alles aufsammeln. Gut, das wäre dann wohl erledigt. Mittlerweile sollte die Pride jeglichem Widerstand da draußen ein Ende gesetzt haben. Dann wollen wir diesen Raum mal sichern. Hallo. Hallo. Ist da irgendwer? Dr. Lee? Hier spricht Dr. Lee. Hier ist Sarah Lyons. Ich bin im Kontrollraum. Wir sind beide hier. Was geht hier vor? Wir haben ein ernsthaftes Problem. Die Anlage wurde während des Kampfes beschädigt. Einiges davon sieht wie zufällig entstandener Schaden aus. Anderes hingegen weist auf Sabotage hin. Es baut sich Druck in den Speichertanks auf. Der Druck muss sofort abgelassen werden, sonst könnte die ganze Anlage explodieren. Um den Druck abzulassen, muss der Aufbereiter eingeschaltet werden. Verstanden? Er muss sofort eingeschaltet werden. Wenn ich die Messdaten richtig lese, dann fürchte ich, dass im Inneren der Kammer ein tödlich hohes Strahlungsaufkommen herrscht. Es tut mir leid. Ich wollte, es gäbe einen anderen Weg. Aber wir haben keine Zeit. Wenn wir nicht sofort handeln, wird der Schaden katastrophal sein. Nun, so viel zum Feiern. Einer von uns wird dort reingehen und das verdammte Ding einschalten müssen. Und wer immer es tut, wird nicht wieder rauskommen. Nicht gerade, wie ich mir mein Ende vorgestellt habe. Wissen Sie? Also, was wollen wir tun? Streichhölzer ziehen? Wir müssen uns natürlich selber opfern. Das ist das Werk unseres Vaters. Wir müssen es vollenden. Es muss einen anderen Weg geben. Ich wünschte, wir hätten eine andere Wahl. Aber Sie haben ja Dr. Lee gehört. Wir müssen es sofort erledigen, sonst sind die Konsequenzen unabsehbar. Einer von uns muss da jetzt reingehen. Okay, wir können scheinbar auch das Ganze sehen lassen, nehme ich mal an. Ja, komm. Sie werden sich beeilen müssen. Wenn die Strahlung stark genug ist, wird Ihnen nicht viel Zeit bleiben. Ich werde nicht vergessen, was Sie hier für uns getan haben. Niemand wird das. Danke. Was ich jetzt machen muss. Was? Wir müssen einen Code eingeben. Ein Code. Vielleicht 21.06 probieren wir das mal. Ups. Wenn noch jemand da ist,
Schalter muss sofort aktiviert werden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Und tschüss. Und so geschah es, dass der einsam umherziehende Ward 101 verließ, auf der Suche nach dem Schicksal eines Vaters, der einst die Zukunft der Menschheit, der seines einzigen Kindes geopfert hatte. Das Ödland der Hauptstadt erwies sich als grausamer, unwirtlicher Ort. Doch der einsam umherziehende erwehrte sich der Laster, den so viele andere verfallen waren. Die Werte, die der Vater seinem Kind mitgegeben hatte, Selbstlosigkeit, Barmherzigkeit, Ehre, führten diese noble Seele durch unzählige Prüfungen und Triumphe. Doch der einsam Umherziehende sollte erst am Ende dieses langen Weges die wahre Bedeutung der größten aller Tugenden verstehen, der Aufopferung. Als es die verstrahlte Kammer von Projekt Purity betrat, folgte das Kind dem Beispiel seines Vaters, indem es sein eigenes Leben für das größere Wohl der Menschheit opferte. Zum Glück weigerte sich der einsam Umherziehende, dem finsteren Präsidenten als Instrument der Vernichtung zu dienen. Die Menschheit hatte sich trotz all ihrer Fehler ihres Weiterbestandes würdig erwiesen. Endlich flossen die Wasser des Lebens wieder, frei und rein. Für jeden und für alle. Das Ödland der Hauptstadt war endlich gerettet. Und so endet die Geschichte des einsam Umherziehenden, der durch das Tor von Ward 101 in die Annalen der Legenden geschritten war. Doch die Geschichte der Menschheit wird niemals abgeschlossen sein. Denn der Kampf ums Überleben ist ein Krieg ohne Ende. Und Krieg, Krieg bleibt immer gleich. Seien Sie jetzt ganz vorsichtig. Bewegen Sie sich nicht zu schnell. Alles ist gut. Sie sind in Sicherheit. Sie sind in der Zitadelle. Ich hatte schon langsam geglaubt, Sie würden nie mehr aufwachen. Obwohl man mir versichert hatte, dass Sie wieder zu sich kommen würden. Ich komme jeden Tag hierher, um nach Ihnen und meiner Tochter zu sehen. Gut, dass sich wenigstens einer von Ihnen beiden erholt hat. Ich bin jetzt ein bisschen verdutzt. Wieso geht das weiter? Hä? Wo ist Sarah? Geht es ihr gut? Ja, ja. Es geht ihr gut. Besser gesagt, es wird ihr wieder gut gehen. Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen, aber wirklich, machen Sie sich nicht auch noch Gedanken um Sie. Sie haben schon genug durchgemacht. Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Nur mit der Ruhe. Es ist alles in bester Ordnung. Sie wurden zurück in die Zitadelle gebracht, nachdem sie beim Aufbereiter in eine Art Stromspitze kamen. Sie und Sarah verloren das Bewusstsein. In der Zwischenzeit ist so einiges passiert.
Was ist mit dem Aufbereiter? Hat er funktioniert? Ja, es hat bestens funktioniert. Das Tidebecken ist jetzt voll mit reinem, klaren Wasser. Wir arbeiten daran, es an so viele Menschen wie möglich im ganzen Ödland zu verteilen. Eigentlich hoffe ich ja, dass wir schon bald nicht mehr vom Ödland sprechen müssen. Nichts von alledem wäre ohne Sie oder Ihren Vater möglich gewesen. Ich bezweifle, Ihnen dafür jemals gebührend danken zu können. Haben wir gewonnen? Haben wir die Enklave besiegt? Ja, wir haben definitiv gewonnen. Dank Ihrer Hilfe bei der Zerstörung des Hauptquartiers und der darauf folgenden Niederlage beim Aufbereiter ist die Enklave auseinandergefallen. Liberty Prime unterstützte unsere Truppen bei der Beseitigung sämtlicher übrig gebliebener Streitkräfte der Enklave. Wie lange war ich bewusstlos? Es waren gerade mal 2 Wochen. Keine Sorge. Wir haben Sie hier gut versorgt. Und wie geht es jetzt weiter? Wie es weitergeht, hängt von Ihnen ab. Oder? Die Bruderschaft hat eine klare Aufgabe. Sämtliche Überreste der Enklave müssen beseitigt werden. Die Breit arbeitet bereits daran, seit wir den Aufbereiter zurückerobert haben. Die einzige ungeklärte Frage ist, ob wir dabei auch auf Ihre Unterstützung zählen können. Kann ich irgendwie helfen? Naja, wir können jede tüchtige Hand brauchen, die sich uns anbietet. Deswegen werde ich auch das übliche Rekrutierungsprozedere umgehen und Sie hier und jetzt zum Ritter der Stählernen Bruderschaft schlagen. Bevor Sie irgendetwas unternehmen, sprechen Sie bitte mit dem Gelehrten Rothschild. Ich bin sicher, er freut sich über das Wiedersehen. Er kann Sie über die Ereignisse der letzten Wochen aufklären und Ihnen erzählen, worauf wir uns gerade konzentrieren. Wie ich höre, haben Sie einiges durchgemacht. Aber je früher Sie mit ihm reden, desto eher können wir der Sache ein Ende setzen. Okay. Und schau. Seien Sie bitte vorsichtig. Ich würde Sie nur ungern wieder verlieren. Tod von oben. Ziel entdeckt. Diese Einheit wurde aktiviert. Ich bin gerade echt ein wenig verdutzt. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin, aber ich glaube ja. Oder? Schön, dass Sie wieder auf den Beinen sind. Ich nehme an, Lyons wirft Sie sofort den Wölfen vor, habe ich recht? Hat er Ihnen gesagt, was gelaufen ist, während Sie sich ausgeruht haben? Ich weiß ein bisschen was, aber hoffe, dass Sie mir mehr erzählen können. Ich denke, ich habe da noch etwas für Sie, wenn Sie kurz hierher kommen würden. Ich werde kurz erzählen, was in den letzten paar Wochen passiert ist. Außerdem will ich auch auf die neuesten Entwicklungen eingehen. Wie Sie bereits wissen, begann alles mit der Besetzung von Projekt Purity, hier, durch die Enklave. Durch Ihren Verdienst wurde Ihr Hauptquartier hier vollkommen zerstört. Anschließend erlitten Sie eine zweite Niederlage beim Aufbereiter. Anhand verschiedener Geheimdaten und Feldberichte konnten wir weitere Stellungen der Enklave im gesamten Ödland lokalisieren. Wir hatten erwartet, dass sich die Truppen in Ordnung befinden würden, da sie von der Führungsspitze abgeschnitten waren. Das war nicht der Fall.
Aus den sichergestellten Daten und Geräten folgerten wir, dass die Streitkräfte der Enklave noch aktive Fernmeldeverbindungen haben. Wir haben die Übertragungen isoliert und konnten ihre Herkunft ermitteln. Eine alte Militärinstallation im Südwesten, in Rockland. Unsere Späher haben das Areal ausgekundschaftet, aber keinen einfachen Zugang zur Anlage gefunden. Also öffnen wir uns selbst einen Zutrittspunkt. Paladin Tristan leitet die Truppe zur Errichtung eines Außenpostens im alten Autotunnel. Nach deren Abschluss erfolgt der Einsatz von Liberty Prime. Primes Auftrag lautet, ihre Verteidigungssysteme zu neutralisieren und einen Zutrittspunkt für die Truppe zu öffnen. Die Truppe geht rein, beseitigt jeglichen Widerstand und kappt das Übertragungsgerät. Alle wichtigen Daten müssen hierher gebracht werden. Nun, gab es sonst noch Fragen? Ich habe zwar keine Ahnung. Ach, da unten ist der... Dann ist es nämlich das, der Tunnel. Das heißt, das ist noch ein weiteres Add-on, was installiert wurde. Okay. Falls Sie noch etwas wissen wollen, erzähle ich Ihnen, was ich kann. Falls nicht, Paladin Tristan wartet auf Sie. Ich werde ihm sagen, dass Sie auf dem Weg sind. Okay. Ausrüstung reparieren? Ob ich das kann? Ja. Ob ich es auch mache? Nein. Wenden Sie sich an Peabody oder Bowditch. Ciao. So ein Arsch. So, was ist unser Ziel? So, im Tunnel sind wir. Wir haben jetzt aber nicht diese Stellungen übertragen bekommen, oder? Ist nicht leicht zu erkennen von Vault 106. Also im Straßennetz. Na gut, machen wir in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.